Leben mit einem Tumor in der Leber. Jens Martins hat Leberkrebs, jetzt schon seit 3 Jahren. Er hat gelernt, damit zu leben. Ich versuche, die Krankheit so im Schacht für mich zu halten, dass ich bestimme, was mache ich, und nicht meine Krankheit bestimmt, was ich machen soll. Und wenn es irgendwann nicht geht, dann findet man einen anderen Weg. Es begann mit einem Zufallsbefund. Eigentlich wurde seine Lunge geröntgt, weil er Beschwerden beim Atmen hatte. Aber dann entdeckt der Röntgenarzt am unteren Rand des Bilds etwas Beunruhigendes. Als Nebendiagnose hat man dann einen Schatten entdeckt, der an der Leber dann halt war. Und dann hat man dann gesagt, gut, da müssen wir jetzt noch die nächsten Untersuchungen machen. Um zu klären, was da wächst. Es folgen 3 Monate der Ungewissheit mit vielen Untersuchungen. Seine Leber scheint sonst gesund. Aber dann bringt eine Gewebeprobe die eindeutige Diagnose. Leberkrebs, das hepatozelluläre Karzinom. Der Tumor misst mehr als 20 cm im Durchmesser. Erstmal war für mich die Welt zusammengestürzt. Es war Krebs und man wusste immer, Krebs ist gleich mit einer Enddiagnose und irgendwo festzulegen halt. Und so bin ich eigentlich da dann aus dem Krankenhaus rausgegangen. Leberkrebs entsteht häufig, wenn eine Leberzirrhose das Organ schon geschädigt hat. Ursachen dafür sind chronische Virusinfektionen oder eine entzündliche Fettlebererkrankung. Auch angeborene Stoffwechselstörungen wie die Hämochromatose stellen ein Risiko dar. Und die Aufnahme von Aflatoxinen durch Schimmel. Aber bei jedem 5. Leberkrebs lässt sich keine Ursache finden. Bei Jens Martins ist keine Ursache erkennbar. Obwohl er nichts spürt, ist der Tumor schon fortgeschritten. Im Rahmen einer Studie bekommt er eine Chemotherapie, doch die schlägt nicht an. Eine Operation müssen die Ärzte unverrichteter Dinge abbrechen, weil sie den Krebs nicht entfernen können. Die komplette Heilung ist nicht mehr zu erreichen. Wenn diese kurative Therapie nicht möglich ist, dann ist für den Patienten diese Tumorerkrankung etwas, was ihn bis an sein Lebensende begleitet. Es ist aber möglich, mit den zur Verfügung stehenden Therapien den Zustand des Patienten zu erhalten, indem wir die Erkrankung stabilisieren und verhindern, dass die Erkrankung weiter voranschreitet. Schließlich gelingt es immerhin, den Tumor deutlich zu verkleinern. Die Therapie ist ein Weg, den Arzt und Patient gemeinsam gehen. Die Ärzte haben mir immer gesagt, die würden mir nie eine Heilung versprechen. Sie sagen immer nur, sie machen lebensverlängernde Maßnahmen. Es gibt auch immer wieder neue Therapien, die man dann anwenden kann und die man ausprobieren kann. Man darf nie die Hoffnung aufgeben. Es gibt immer eine Tür. Es ist zwar manchmal nur eine Tür und die geht vielleicht auch nur schwer auf, aber man muss da immer versuchen, rumzurütteln, versuchen, die Tür aufzumachen, und das geht auch. Die Therapie von Leberkrebs ist individuell. In einigen Fällen kann eine Lebertransplantation heilen, wie auch die operative Entfernung des Tumors, aber da kommt es leider oft zu Rückfällen. Bei der Ablation wird der Tumor mit Kälte, Hitze oder elektromagnetischen Wellen bekämpft. Sorafenib ist ein Medikament gegen Leberkrebs in Tablettenform. Diese Methoden können das Leben verlängern. Eine wichtige Therapie für Jens Martins ist die TARZE, Abkürzung für transarterielle Chemoembolisation. Es ist eine Chemotherapie direkt in der Leber. Dabei wird über die Leistenarterie ein Katheter geschoben. Das Kontrastmittel zeigt die starke Durchblutung des Tumors. Jetzt mischt der Arzt ein Chemotherapeutikum mit einer Substanz, die Adern verschließen kann. In den Tumor gespritzt drosselt das die Durchblutung. Die Chemotherapie wirkt konzentriert gegen den Tumor. Auch diese Therapie kann nicht heilen, aber den Krebs in Schach halten. Ich habe jetzt insgesamt 4 Stück davon gemacht und ist eigentlich eine wunderbare Sache. Der kleinste Eingriff ist es im Endeffekt, und ich habe auch keine Nebenwirkungen davon. Also ich bin eigentlich nach 2 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus. Im Sonderforschungsbereich 841 am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf suchen Wissenschaftler nach den Ursachen von Leberkrebs. Eine entscheidende Rolle spielen dabei Entzündungen, zum Beispiel durch eine Fettleber oder eine Virusinfektion. Aber warum entwickeln die einen Krebs und die anderen nicht? Wir haben im SFB Methoden entwickelt, um lebende Leberzellen während des Wachstums zu beobachten. Dort können wir durch bestimmte farbliche Markierungen
auch Veränderungen im Wachstumsverhalten sichtbar machen. Insbesondere, wenn diese Leberzellen dann tatsächlich maligne, also bösartig werden. Diese Zellen können wir dann separat analysieren, um zu sehen, welche genetischen Veränderungen haben dort in den Zellen stattgefunden, die möglicherweise Auslöser für den Leberkrebs gewesen sind. Leberzellkrebs galt lange als ein nicht therapierbarer Tumor. Und jeder hat quasi das Gift draufgekippt, was er im Schrank hatte. Und erst mit der Entwicklung einer zielgerichteten Therapie, dem halt jemand gezeigt hat, es geht, wir können diesen Erkrankungsverlauf günstig beeinflussen, hat sich da ein breites Forschungsfeld geöffnet und viele Substanzen sind getestet worden oder werden noch getestet. Und das bedeutet Hoffnung. Jens Martins hat immer wieder Untersuchungen, immer wieder Therapien. Aber er lebt und arbeitet wie jeder andere auch. Es ist mal so, dass es einen Tag gibt, wo es mir nicht so gut geht. Dann muss ich damit leben, dann muss ich den Tag halt eben dementsprechend so planen, dass ich damit klarkomme. Aber es gibt Tage, wo es mir super geht, wo ich überhaupt nicht mehr daran denke.